ihr Lieben, willkommen zurück zu einer Runde Fall of Porcupine und an seinem lieben Maulwurst sind gerade seine gesamten Blutproben runtergefallen. Warum spiele ich eigentlich zurzeit nur Krankenhausspiele? Das sollte mir zu denken ergeben. Das sieht kompliziert aus. Ganz im Gegenteil, es ist kinderleicht. Jede Probe hat einen Sticker auf dem Deckel. Dieser besteht aus vier verschiedenen Farben. Durch den Sturz sind ein paar der Proben herausgefallen. Andere haben sich an ihrem Platz gedreht, sodass die Ausrichtung nicht mehr stimmt. Sie müssen die Proben so drehen, dass alle gleichen Farben zueinander zeigen. Vier richtig gedrehte Proben ergeben ein farbiges Quadrat. Wenn alle Proben richtig gedreht sind, wissen sie, wo die herausgefallenen Proben hingehören. Ganz einfach. Okay, verstanden. Sie sind sehr pfiffig. Dann wollen wir mal... Die Proben sind durcheinander geraten, aber kein Problem. Drehe die Flaschen mit Q und E. Eine Flasche ist richtig gedreht, wenn alle vier Ecken mit gleichfarbigen Ecken von benachbarten... Kannst du mit E bewegen? Oh, fucking Gott. Das wird... Kann ich da irgendwo... Ich weiß nicht mal... Oh Gott. Wie soll denn das gehen? Ich weiß nicht mal, wie ich da anfangen soll. Es soll sich ein farbiges... So. Okay. Dann muss da was Rotes hin. Hallo. Warum mache ich denn immer zu viel? Nee, ja, das war doch gut so. Wir nehmen den mal und packen den da rein. Kann ich dich da wieder rausnehmen? Okay, Moment mal, dann... Wo war der, den ich hier unten? Der muss dann da rein. Okay, oh mein Gott, was ist das für ein Scheiß hier? Okay, dicht, aber glaube ich da, ne? Oder muss ich doch einmal tauschen? Oh Gott. Was ist das für ein System? Also eine Katastrophe. Sehen Sie? Fantastisch, oder? Mein System ist unfehlbar. Ich bedanke mich für Ihre Mühen. Ich mache mich dann mal wieder an meine Arbeit. Dr. Halil? Was liegt Ihnen denn noch auf dem Herzen, mein Werter? Die Werte für Dr. Krokowski. Ach, richtig, richtig, Dr. Krokowski. Warum sagen Sie das denn nicht gleich? Wissen Sie, ich helfe immer gerne, aber mein Tag hat auch nur 24 Stunden. Ich wink Sie hier bitte sehr. Mit meinem fehlerfreien System habe ich immer alles zur Hand. Haben Sie viel Freude damit und vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich zu schließen. Ich muss mich konzentrieren, wissen Sie? Okay, dann gehen wir halt wieder. Ist das jetzt gleich wieder rot? Macht er jetzt das Türchen wieder zu? Ja, es ist wieder rot. So, dann gehen wir doch mal wieder nach... Alter, der wohnt im Keller, der arme Sack. Der arme Igel. Nee, Maulwurf. Ich sehe einen Igel und, nein, eigentlich meine ich den armen Maulwurf. Hui. Nein, du sollst hoch. Hoch, Finley. Erster Stock.
Zweiter Stock. Komm. Dritter Stock. Hallo. Oh Gott, diese Nase. So, wie steht hier immer noch rum? Hier sind Ihre Blutwerte, Dr. Krokowski. Und warum hat das so lange gedauert? Ist der Bus zum Labor ausgefallen? Nein, ich musste Dr. Halil bei der Sortierung seiner Proben helfen. Sie mussten ihm also beim Sortieren helfen. Ja, ich... Sehen Sie Dr. Halil hier im Dritten, wie er die Leute versorgt? Nein, das tun Sie nicht, weil es nicht sein Job ist. Das St. Ursula ist wie ein Uhrwerk. Fällt ein Zahnrad aus, gerät alles ins Stocken. Machen Sie Feierabend und ruhen Sie sich aus. Vielleicht sind Sie ja morgen etwas fitter. Wir sehen uns morgen früh pünktlich zu Schichtbeginn. Verstanden. Schönen Feierabend, Dr. Krokowski. Haben Sie einen erholsamen Feierabend, Finley. Ja, ich gehe dann mal nach Hause, ne? Aber nach unten nehmen wir mal einen Fahrstuhl. Aufzug benutzen. Gut, dass der Fahrstuhl automatisch weiß, wo ich hin will. Das ist irgendwie beruhigend. Kann ich mal mit Ingrid reden? Kann ich hier... Was ist das? Irgendwie habe ich keinen Hunger mehr. Ich will lieber so schnell es geht ins Bett. Okay. Dein Wunsch ist mir Befehl, Finley. Da der Bus ja eh ausgefallen ist, Wiedersehen, Ingrid. So, wieder einen Tag geschafft. Hast du dich wieder gut eingearbeitet? Du warst zwar nur ein paar Tage krankgeschrieben, aber manchmal verlernt man schnell Dinge. Ich weiß nicht, es lief nicht so gut heute. Zoff mit Dr. Krokowski? Ich glaube, sie mag mich nicht. Das hat mit Bögen nichts zu tun, mein Lieber. Dr. Krokowski verzeiht keinen Fehler. Man geht bei ihr durch eine harte Schule. Also streng dich an, Kleiner. Dann wird sie dir auch was beibringen. Das mache ich. Schönen Feierabend, Ingrid. Dir auch, bis morgen. Das Umziehen finde ich geil. Wir rennen da einfach so pfumm und dann passt schon. Das finde ich irgendwie gut. Ja, so, dann sehr wahrscheinlich können wir noch immer nicht einen Bus nehmen. Also rennen wir wahrscheinlich diese ganze Strecke nochmal wieder zurück. Sind das die gleichen Gespräche? Du stehst ja immer noch hier. Hast du heute eine Doppelschicht? Halte durch und gönn dir ab und zu eine Kaffeepause. Nein, das sind nicht die gleichen Sätze. Gute Nacht, St. Ursula. Bis morgen. Ich versuch's gar nicht erst. Der Bus wird nicht kommen. Ob ich ihn jemals wiedersehen werde? Ich glaube, du und der Bus, das ist so eine Beziehung, die sich nicht unbedingt gut tut. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ihr euch jemals wiedersehen werdet. Aber er ist nur mein Gedanke. So. Dann rennen wir doch mal den ganzen Weg nach Hause. Dieser Abend, ist er nicht schön? Die warme Luft, die noch ein wenig Sommer in sich trägt. Die goldene Herbstsonne, die sich langsam schlafen legt. Ich habe das Bedürfnis, etwas Tiefgründiges zu sagen. Ich werde es mir aber lieber verkneifen. Warum? Noch gar nicht nötig. Und du stehst hier immer noch rum. Der komische Wagen steht hier immer noch. Steht immer noch hier. Huh? Was zur... Immer mit der Ruhe, ich will keinen Ärger. Ich sollte lieber gehen. Fand der Wagen wohl nicht so lustig, dass wir ihn komisch genannt haben. Aber gut. Das gar nicht gemerkt, dass wir keinen Speicherplatz haben. Man lernt also nie aus. Pit, 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 pit. Der Brunnen scheint wirklich kaputt zu sein. Oder wird er vielleicht einfach abgeschaltet, wenn es auf den Winter zugeht? Ich hoffe, du verdurstest da oben nicht. Nach deinem letzten Traum zu urteilen, kann er mit Wasser ganz gut umgehen. Was willst du, Pimpf? Kann ich mir hier nicht mal in Ruhe eine quarzen? Ich kenne dich doch, du bist doch auch aus dieser Krankenhausbande. Du bist doch auch ein Kumpel von dem kleinen Wichtigtour. Meinen Sie Karl? Ja, genau der. Der soll sich bloß von mir fernhalten. Sag ihm das. Muss ich erst noch laut werden? Verzieh dich, ich habe miese Laune. Ich glaube, ich spinne. Ich höre ein paar Stimmen aus dem Gilberts. Giuliano ist bestimmt schon schwer beschäftigt und schenkt Getränke aus. Aber ich bin zu platt. Morgen vielleicht. Heute brauche ich Schlaf. Endlich Feierabend, wie? Ja, endlich. Sie sind ja auch noch hier. Noch? Ich bitte Sie.
Ich bin wieder hier, hatte einen ereignisreichen Tag. Und gehen Sie jetzt das Tanzbein schwingen? Nee, heute nicht, ich bin zu platt. Was höre ich da? Sie können nicht mehr? Sie sollten die Chance ergreifen. Glauben Sie mir, früher war ich ein flotter Besen, ein richtiger Backfisch. Ich lege immer noch eine flotte Sohle aufs Parkett. Wenn ich und die Platte richtig aufgelegt sind, dann wackeln die Giebel, das können Sie mir glauben. Mit meinen eigenen Händen habe ich noch die Bürgersteine hochgeklappt. Das traue ich Ihnen wirklich zu. Aber heute muss ich passen. Frühschicht, Sie verstehen? Ja, ja. Aber ich sag Ihnen, hätte ich so viel geschlafen, wäre ich heute älter. Das sagt sich in dem Alter natürlich leicht. Achso. Und zwei Schritte weiterlaufen. Dachte, ich wäre schon da am Ende angekommen. Aber ich muss auch gestehen, ich sehe die letzten 2 Zentimeter nicht. Ich habe nur einen Bildschirm. Ich bin doch noch sehr altmodisch, ich habe nur einen Bildschirm. Und das Problem ist, dass ich halt das Spiel irgendwie... Ich habe es auf Fenstermodus gestellt und es ist trotzdem Vollbild irgendwie. Jetzt musste ich das ein bisschen verschieben, damit ich meine Uhr sehe, wie lange ich aufnehme und so. Und ob OBS tut, was ich von ihm verlange. Das bedeutet aber leider im Umkehrschluss auch, dass ich die letzten 2 Zentimeter des Bildschirms nicht erkennen kann. Ah, es tut mir sehr leid. Die fehlen dann halt irgendwie. Und I'm sorry. I'm very sorry. Ah. Fahrrad steht auch noch hier. Hier wohnen wir, ne? So. Ich kann es kaum erwarten, ins Bett zu kommen. Ah, ab ins Bett. Ich will morgen fit sein. Gute Nacht, Welt! Gut, denn, oh Gott, aber nicht wieder so eine Albträume. Oh, schaut euch das an, ist das nicht süß? Oh mein Gott, ist das fucking süß. Entschuldigung. Guten Morgen. Ich bin fit, ich hab Bock, ich kann alles schaffen, mir gehört die Welt. So, was würde ich jetzt sagen, wenn ich ein Typ wäre, der sich morgens im Spiegel selbst anfeuert? Zum Glück bin ich nicht so ein Typ. Und zum Glück habe ich keinen Spiegel. Das wäre für alle Beteiligten unangenehm. Aber immerhin bin ich heute mal pünktlich aus dem Bett gekommen. Das ist in meinen Augen schon ein großer Erfolg. Und das fiese Pflaster bin ich auch los. Nach fast 7 Jahren Medizinstudium habe ich endlich gelernt, ein Pflaster zu entfernen, ohne dass es wehtut. Vielleicht habe ich es ja doch drauf. Gehen wir nochmal pennen. Heute nicht, Bett. Du führst mich heute nicht in Versuchung. Egal wie warm, weich und gemütlich du aussiehst. Das war echt schwierig, du. Mann, Mann. Irgendwann. Ja, irgendwann werde ich dazu kommen zu zocken. Wart auf mich, bald ist unsere Zeit gekommen. Möchtest du vielleicht mal einen Kaffee? Nein, wir ziehen uns einfach nur an. Und rennen los. So wie dieser Igel rennt. So unfassbar süß. Oh, wer bist du? Ja, guten Morgen. Haben Sie vielleicht einen Taler für mich übrig? Bestimmt. Hier, bitte. Da bedanke ich mich doch. Sie sind noch nicht lange hier, wa? Hab sie hier noch nie gesehen. Ja, bin vor ein paar Wochen hergezogen. Ah, doch schon so lange. Dann hatten wir wohl akute Terminplankonflikte. Aber ich sag mal so, wenn sie weiterhin Interesse an einem Invest haben, dann bin ich mir sicher, dass wir uns häufiger sehen. Haben sie erstmal noch einen produktiven Tag. Gott, ein Walross. Okay. Alfio. Heute Morgen saß Alfio vor meiner Tür. Er scheint keine Wohnung zu haben. Es sieht irgendwie ein bisschen danach aus. Und sowas tut mir mal leid. Das Fahrrad steht auch noch hier. Wollen wir uns nicht das Fahrrad schnappen und dann sind wir vielleicht pünktlich. Mit Fahrrad geht manches einfach manchmal ein bisschen schneller. Manchmal. Da steht ein Pferd an der Bushaltestelle. Hallo Pferd. Jo, du wohnst doch auch an der Straße hier, oder? Ja, das stimmt. Wieso? Bist du der Typ, der immer seine Mülltonne mit Joghurtbechern vollstopft? Nee, tut mir leid. Ich esse eigentlich nie Joghurt. Besser für dich. Ich bin stinksauer. Bei jeder Tour komme ich immer an dieser einen Mülltonne vorbei. Bis oben hin vollgestopft mit Joghurtbechern. Und als ob das nicht schon absurd genug wäre, sind die meisten davon auch noch halb voll. Ich versuche also irgendwie diesen Berg an Joghurtbechern zu verladen und die ganzen halbvollen Becher regnen auf mich nieder. Jetzt muss ich erstmal mit dem Bus nach Hause und duschen. Anders werde ich den Kirsch-Pfirsich-Vanille-Geruch nicht mehr los. Kommt der Bus also wieder? Ja, bin vorhin schon damit zur Arbeit gefahren. Bin kein besonders talentierter Fahrradfahrer. Darum bin ich eigentlich auf den Bus angewiesen. Weißt du denn, wann der Bus kommt? Jeden Moment, denke ich. Wo musst du denn hin? Zum St. Ursula Krankenhaus. Ach, zu der Truppe gehörst du. Eure Mülltonnen sind nochmal eine Klasse für sich. Ich musste dieses Jahr aber auch schon als Patient dorthin. Bandscheibenvorfall. Kennst du einen Dr. Gautera? Oh, Gautera.
Ich glaube, ich habe den Namen schon mal gehört, aber getroffen habe ich ihn noch nicht. Ich bin noch nicht lange dort. Verstehe, Dr. Gautera ist ein Knorke-Typ, hat mir ein paar Übungen gezeigt. Seitdem geht's besser. Cool. Wenn du ihn siehst, kannst du ihn ja mal von Matteo grüßen. Wird gemacht. Nimmst du auch den Bus? Ich gehe lieber zu Fuß. Hey, verstehen. Das Wetter ist noch schön und die Bewegung tut gut. Matteo. Matteo stand heute Morgen an der Bushaltestelle und hat nach Joghurt gerochen. Zunächst dachte ich, dass er sich einfach sehr gerne von Milchprodukten ernährt. Tatsächlich ist er aber bei der Müllabfuhr und hatte einen kleinen Zwischenfall. Mein Handy macht manchmal auch sehr komische Sachen. Willst du doch den Bus nehmen? Der müsste jeden Moment kommen. Nee, ich gehe zu Fuß. Kann ich verstehen. Das Wetter ist schön und die Bewegung tut gut. Ich gehe zu Fuß. Ich will hier unten lang, wenn da nicht noch wieder Bauarbeiten sind. Was? Entschuldigung? Hä? Ja? Was ist denn hier los? Warum die Schlange? Haben Sie es noch nicht gehört? Heute soll der letzte warme Tag sein. Und die Eisdiele schließt heute. Dann bleibt sie erstmal bis zum Frühling zu. An diesem Tag machen sie immer super gute Angebote. Die Chance lassen wir uns nicht entgehen. Wer weiß, wie lange wir danach wieder auf ein leckeres Eis warten müssen. Ha. Hier tut sich gar nichts. Wenn ich nicht wieder zu spät kommen will, laufe ich lieber über den Marktplatz. Okay. Ich dachte, ich komme mal am Blumenladen vorbei, aber irgendwie funktioniert das ja auch nicht. Ich würde nichts mit Blumen heute. Dann gehen wir hier lang. Wir sind fit und gesund, wir gehen zu Fuß. Obwohl die Strecke echt anstrengend ist auf die Dauer. Aber ich habe dann auch immer Sorge, ich verpasse irgendwas. So wie diesen komischen Vogel hier. Hey, alles okay? Suchst du was? Hallo? Züge sind toll, oder? Findest du Züge auch so super wie ich? Sie sind lang und laut und schnell. Ich wäre gerne ein Zug. Ja, Züge sind klasse. Du magst also Züge auch? Klaro. Wow. Aber weißt du, was Züge nicht können? Schwimmen. Darum sind hier auch keine Züge. Weil hier Wasser ist. Und Züge können nicht schwimmen. Ja, stimmt. Wieso eigentlich nicht? Ich finde, Züge sollten schwimmen können. Dann könnte ich mit dem Zug überall hinfahren. Auch auf eine Insel mit viel Sonne und so. Aber ich mag Sonne nicht so. Nicht so sehr wie Züge. Wer warst du? Kim. Ich mag Züge eigentlich gar nicht so sehr, aber ich wollte Kim die Freude nicht vermiesen. Kim. Ich nochmal mit dir reden? Züge! Züge! Ist das süß? Oh mein Gott! Ja, es ist kein Wunder, dass ich ständig zu spät komme, wenn ich da mit zigtausendfünfhundertsiebenunddreißig Leuten quatsche. Aber das wäre halt auch so ich, ne? Ich wäre literally genauso. Heute etwas früher auf den Beinen. Yep, darum kann ich meinen Weg zur Arbeit auch etwas mehr genießen. Zu Fuß erlebt man viele spannende Sachen. Man sieht neue Leute und bekannte Gesichter. Außerdem kann man sich was Leckeres zum Frühstück holen und auf einer Parkbank wegknuspern. Hast du heute schon gefrühstückt? Ja, sicher. Ich muss doch fit sein für meine Route. Die Leute bekommen gerade viel Post. Die Callbots zum Beispiel. Viele Rechnungen sind dabei. Ich frage mich, was da los ist. Und Adele von Witterstein hat schon lange keine Postkarte mehr bekommen. Ich hoffe, ihrem Brieffreund geht's gut. Moment, liest du die Post der Leute? Nein, also nicht freiwillig. Nein, wirklich? Das ist das Berufsrisiko einer Briefträgerin. Ich kann doch nicht mit verbundenen Augen die Post verteilen. Okay, da hat sie ja irgendwie recht. Guten Morgen. Da ist ja unser junges Standgewächs? Stangengewächs. Was meinen Sie? Ach, nichts, nichts. Ist es nicht ein herrlicher Morgen? Ja, es ist echt schön. Sie sehen heute auch deutlich entspannter aus. Wir hatten lange nicht mehr so einen schönen Herbst, wissen Sie? Aber es gab schon mal den glitzergoldenen Herbst in Porcupine. Wollen Sie etwas darüber erfahren? Sicher. Dann lassen Sie mich mal einen Anfang finden. Das Ganze ergab sich noch vor meiner Geburt. Mein Vater hat mir die Geschichte aber gerne erzählt. Es gab einen Herbst, der war wie kein anderer. Bei Porcupine wurde die erste Bahnverbindung eröffnet. Noch nie hatte die Stadt so viel Besuch. Und es gab kein besseres Jahr, um Porcupine zu besuchen. Das Wetter war so perfekt, wie es sein kann. Nicht zu warm, nicht zu kalt. Den ganzen Tag stieg einem der Duft von Sommerblüte und Herbstlaub in die Nase. Damals lebte Porcupine noch größtenteils von der Landwirtschaft. Und in diesem Jahr wurden die besten Ernten der Geschichte eingeholt. Von Tag zu Tag wurden größere Kartoffeln aus der Erde gezogen. Blutrote Äpfel. Kürbisse so groß wie ein Kleinwagen. Der beste Wein, den du dir vorstellen kannst. Die Leute feierten jeden Tag ein Fest.
Niemand hatte Sorgen. Alle lagen sich in den Armen. Das Ganze hielt für 3 Monate an, bis dann von einem Tag auf den anderen der Winter einbrach. Seitdem erinnern wir uns gerne an den glitzergoldenen Herbst. Das klingt sehr schön. Ich wäre gern dabei gewesen. Ich auch. Ich auch. Giuliano hat die Schrift weggewischt, aber nichts Neues hingeschrieben. Gibt's heute etwa gar nichts oder ist er noch nicht dazu gekommen? Seltsam. Die Tür ist abgeschlossen. Vielleicht hat Giuliano ja heute mal ausgeschlafen. Oder er liegt bei uns im Krankenhaus. Oha, Herr Bieber. Sind Sie wegen des Brunnens hier? Boah, Junge, was erschreckst du mich so von der Seite? Ich bin hier gerade am Grübeln dran. Entschuldigung, worüber grübeln Sie denn? Naja, siehst du doch selbst, oder? Der alte Stadtbrunnen tut's nicht mehr. Hat einfach aufgehört mit dieser Brunnensache. Kein Plätsch, kein Platsch, kein gar nichts. Ja, stimmt. Und Sie haben noch keine Ahnung, was es sein könnte? Kein Schimmer, aber wir kriegen das schon hin. Wir wurden jetzt erst mit der Reparatur beauftragt. Eigentlich würde man den Brunnen ja zum Winter eh abdrehen. Aber zum Winterschlaffest wird er nochmal angeschmissen. Eigentlich läuft er immer bis dahin und geht danach in seine Winterpause. Aber dieses Jahr müssen wir ihn wohl erstmal wieder fit machen. Dann drücke ich Ihnen die Daumen. Benutze deine Daumen lieber, um dich festzuhalten, wenn das alte Schätzchen wieder läuft. Okay, wir sind immer noch auf dem Weg zur Arbeit. Es dauert ein bisschen, bis wir da hinkommen. Aber das sehen wir dann in der nächsten Runde. Bis dahin, macht's gut, ihr Lieben. Bye, bye.